Vanarasana ist die Affenstellung, wörtlich die Stellung des Waldbewohners. Vana ist ja Wald und Vanara ist ein Waldbewohner. Und bei den alten Indern waren die Menschen eben die Stadtbewohner und die Affen waren die Waldbewohner. Was heißt, es wird kein großer Unterschied gemacht. Affen und Menschen sind alles Lebewesen. Gut, wie geht jetzt Vanarasana als Asana? Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier hebe das Becken hoch und verschränke jetzt die Arme vor dem Körper. Und das ist jetzt laut Sri Tattva Niti und auch als bei Hatha Bhyasa Ratnavali die Vanarasana-Stellung.